Und in der heutigen Folge... Da sitzt jemand am Scheißhaus. I feel that, Drew. Drew. Das kann ich gut nachvollziehen. Da ziehst du dir auch gleich das Hemd aus, weil es so hart... Boah, das ist der härteste Schiss. Neue Aufnahme, neues Glück. Hoffen wir, dass dieses Mal mehr Leute überleben. Wo waren wir denn jetzt? Genau. Charlie, wir sind... jetzt müsste ich ja das geändert haben, oder? Zu 181 oder so? Lass mal schauen. Oh ja! 181. Gut, das zählt also wirklich, wie viele Leute tot sind. Upsis. Was ist hier passiert? Ich? Keine Ahnung. Das ist wirklich merkwürdig. Hä? Hatte jemand aus Wut und Verzweiflung Hey. Ich wollte sagen, herumgeschissen. Aber... I don't know what that would mean. Grantham Dumet, Designer. Warte, was? Hä? Er ist doch Architekt? Warte mal. Das ist komisch. Der hat mehrere Visitenkarten? Imposter. Öffnen? Hörst du mich? Kannst Alter, du mich warnen, bevor du losgehst? Ja, wirklich. Ich habe mich gerade echt erschreckt, du blöde Kuh. Digga, kannst du nicht einfach anfangen rumzubrüllen hier? I don't wanna die like this. Vorahnung freigeschaltet. Ausgehärtet heißt sie. Ihr könnt es nicht sehen, ist mir aufgefallen, dass ich geeditet habe. Ihr könnt es nicht sehen, weil es direkt hinter meinem schönen Gesicht ist, aber ich habe... Was? Wo bist du? Oh, da hinten, okay. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Kamera, die Webcam, und, okay, da ist jetzt zu interessant, die Webcam und das Gameplay das einzeln aufzunehmen. Wir haben kaum gesucht. Ja, aber sie deswegen müsst ihr doch damit Vorlieb nehmen. Das wissen wir schon. Wir haben doch erst seit 2 Minuten nach ihr gesucht, Digga. Du weißt, was ich meine. Wir finden sie. Warum hat sie jetzt hier so what the fuck gesagt? Die ist doch nix. What is your problem, girl? Girl, you cray cray. Don't go crazy. Untersuchen, ob da irgendwas Neues ist. Nö. Okay, dann leave it. It doesn't matter. Wenn nichts Neues da ist, dann... Also ein komischer Kauz. Ich habe überhaupt nicht weggestecktes Feuerzeug. Normalerweise, wenn sie halt irgendwas anfassen, dann sind sie so, nachdem du fertig bist, holen sie dann eben ihre Taschenlampen und was weiß ich wieder hervor. Aber in dem Fall... nicht. Hallo, Hund. Ich dachte jetzt, vielleicht steht bei ihr schon so... Oh... Sie ist ausgecheckt, weißt du, would have been funny. Digga, ich spiele jetzt hier. I'm busy. Gut. Mein Hund wollte, ich weiß nicht, was er will. Er war ganz entspannt, er war ganz ruhig. Also er hat sich das da angeschaut. Was haben wir denn da? Und jetzt auf einmal ist er so... Er kriegt immer die Krise, wenn ich Videospiele spiele. Aber nur bei Horrorspielen. Das ist ganz wichtig. Achso. Ich habe gelesen, Mörderberuf. Und ich war so, was? Dafür kriegst du bezahlt? Was ist denn das jetzt? Was? Int Murder Castle? Achso, Interior, glaube ich. Mörderburg, Foyer, Innen, Tag. Okay. Langsamer Schwenk durch das Foyer. Etablieren der Atmosphäre. Lieber drei. Es hat halb geschlagen. So. Lieber 360 Grad. Eine Reihe von Überblendungen zwischen wichtigen Exponaten / Details, die an der Rezeption enden. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ich sehe Kritik, aber keine besseren Vorschläge. I see the criticism. No one is having... Okay. Schwenk nach oben auf Kate. Kate, klingt das okay für dich? In die Kamera. Das
World's Fair Hotel war kein gewöhnliches Hotel. Die Flure in Blut getränkt, das Bettzeug mit den Tränen von Müttern gewaschen. Ein Zimmer kostete einen das Leben. Und der Besitzer war ein Lügner, Betrüger und vermutlich Amerikas fleißigster Serienmörder. Ein paar Bilder über diese Zeilen legen? Fragezeichen. FX von Schreien und Schluchzen. Kate dreht sich von der Rezeption weg und verlässt das Bild. Cut to auf Kate, langsame Fahrt zurück, als sie durch das Foyer geht. Kate, das ist ein H. Kate, Continuation, I don't fucking know. Wie wir bereits gesehen haben, endete dieser Blutrausch im Gerichtsgebäude von Philadelphia, wo H.H. Holmes das gleiche Urteil erhielt, das er so vielen anderen auferlegt hatte. Den Tod. Und 1895 wurde sein Hotel, oder seine Mörderburg, wie es genannt wurde, bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört. Brandschiffung? Wir schiffen hier. Bevor das Gebäude selbst 1938 abgerissen wurde und damit ein weiterer Teil von Holmes grausiger Geschichte verblasste. Zumindest dachte Mensch das. Versteht unser Publikum verblasste? Versteht unsere Crew verblasste? Kate hält inne. Kamera fährt weiter zurück, zeigt den Bereich hinter ihr. Kate Continuation. Drehort wird noch festgelegt. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tage von 1893 zurückgekehrt, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohlbehalten im heutigen Illinois befinde, wo ein Team von talentierten Produktdesignern einen unglaublichen Nachbau entwarf. In einem Nachbau des berüchtigten Gebäudes, in dem der bekannte Unternehmer und H.H. Holmes Experte Grantham Dumet, Kate Continuation, was? Ist das dann zugeschrieben? Keine Ahnung. Mensch kann fast die verzweifelten Schreie der bedauernswerten Gäste hören, die hier gefangen und dazu verdammt sind, Holmes nächste Opfer zu werden. Also machen wir eine kleine Zeitreise und schauen, ob wir nicht ein paar makabere Geheimnisse aufdecken können, die hier schlummern. Nutzen wir diese seltene Gelegenheit für. Kate verlässt das Bild. Schreie. Ich glaube, Aaron kann das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Anwalt dabei haben will, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt. Okay. Also haben sie das Drehbuch für die Folge. Okay, cool. Ja, yeah, I guess. Ist sie offen? Nö, zu. Ich weiß nicht, ob wir das schon established haben. Geh mal aus dem Weg, Alter. Was schaut sie denn da? Oh, was ist denn da so spannendes, Lady? Können wir die Klingel betätigen? Eigentlich? Eigentlich? Nö, eigentlich nicht. Na gut. Ansonsten? Aber warum ist ja alles so durcheinander? Ist ja niemand durchgelaufen. Also da was drücken? Untersuchen? Oh, ja. Drück. Hm, kein Strom? Hm, doof. Dabei haben wir doch den so schön überbrückt in einem schwierigen Puzzle. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Jamie, hier drüben. Ups. Oh, Schande. Da hat jemand seine Monatsblutung gehabt. Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Ja, nur Blut. Machst du Wetze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Hast du dir angeschaut, wie es da drin ausschaut? Schluss jetzt. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde. In dem Fall liegt sie nicht so frisch. Tja, es ist etwas schräg. Schräg. Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht okay, unser Arsch. Sure. Wirklich? Seriously, dude? Glaubst du wirklich, die würden dann den Boden so schmutzig machen? Ich glaub nicht. So, wir haben nur gecheckt, ob die Aufnahme auch in Ordnung ist. Okay, ich dachte gerade, da fliegt. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Ist der Dumet der Schwarze, der auf dem Boot mit dem Kind abgehauen ist, oder nicht? Ich dachte nämlich, aber offenbar ist es der Besitzer des Hotels. Ah, ich sehe kaum was. Ich sehe ja die Hand vor Augen nicht. Hallo, ist da irgendjemand? Ich renne jetzt mal einfach nach vorne. Es kann mich sowieso niemand angreifen. Jups. Oh, da geht's weiter und da geht's weiter. Okay, gehen wir mal nach rechts. Das ist ja wie ein Labyrinth hier.
Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ich es hörbar machen kann, aber im Hintergrund war gerade so. Wie wenn du auf diesem komischen Ding spielst, dieses Musikinstrument, wo du so die Hand drüber bewegen kannst und dann macht es so. Weißt? Das hört sich halt saulustig an. Es ist so, gruselige Atmosphäre. Ist das FBI? Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag. Das kannst du überhaupt nicht lesen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Das war's? Ach komm, ich wollte wissen, dass du... Was dein erster Eindruck war, Mann. US-Justizministerium, Federal Bureau of Investigation, Washington D.C., internes Memo, 9. Oktober 1997 an Sir Hector Munday von Assistant Director Chester Bell, Chicago Killer. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer und weitere werden erwartet. Nach Ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass Sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschungen anzustellen. Ich weiß, dass Sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, sodass die örtlichen Ermittler Sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden Sie bei Ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Okay. Wieso liegt hier einfach so random vom FBI eine E-Mail rum? Ich glaube, sowas kannst du eigentlich nicht wirklich finden. Weil die total... Ist das was? Das war mein Magen. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Weil die sind ja total auf Geheimhaltung und so ein Blödsinn. Ja, das ist eine Münze. Das ist sehr spannend. Der Controller hat jetzt vibriert vor lauter Aufregung. Ich bin so, oh wow, habe ich noch nie gesehen, so eine Münze. Krass, krass. For real, for real. Basteln, basteln, man. FBI kannst du eigentlich... Da sitzt jemand am Scheißhaus. I feel that, Drew. Drew. Das kann ich gut nachvollziehen. Da ziehst du dir auch gleich das Hemd aus, weil es so hart... Boah. Das ist der härteste Schiss. Von wo kommt das? Rechts oder links? Ansehen, okay. Ah, wundervoll. Da stöhnt wer und erst so, ja, erstmal gucken, was am Boden liegt, ne? Gut, ich steuere ihn, aber er ist der schräge Vogel. Die Musik, Alter. Das kannst du dir nicht aussuchen. Das gibt's ja nicht. Wer stöhnt denn da so? Hallo? Hörst du das? Ja! Oh mein Gott, sind wir hier in Saw? Da, dem geht's gut, geh mal weiter. Nicht anfassen, könnte ja elektrisiert sein. Okay, Gott sei Dank nicht. Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was? Na, du Vollpfosten! Deswegen habe ich ja gesagt, nicht anfassen! Du Spastiker! Entschuldigung, darfst du das überhaupt noch sagen? So, was ist das? Idiot! Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und... Ja, und jetzt? ...von dem Ding aufgespießt. Oh nein. Hallo! Das ist wirklich wie in dem Gruselhaus, in dem ich damals war. Da ist auch so der Holmes aufgetaucht. Aber hinter einer Scheibe oder sowas. Okay. Oh, das spielen wir. Wir spielen das Spiel? Wir sollten nicht spielen. Jamie, übernimm du mal. Lass
ich habe meine Nase verloren. Und der Typ ist trotzdem gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, vorsichtig, bevor du noch in irgendwas anderes steigst. Ich habe ein Feuerzeug. Ich kann doch Licht machen. Hallo? Ah, sehr schön. Okay. Das sieht aus wie ein Tomatenfleck im Cartoon da hinten. Was habe ich getan? Du hast überhaupt nichts getan, Mann. Jetzt. Charlie. Vielleicht gehört das ja alles nur dazu. Let's all be calm and collected about this. Okay, let's fucking leave, I guess. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin blind, Digga. Natürlich hat sie ihn gesehen. Warum sollte sie ihn nicht gesehen haben? Na toll. Wir sitzen fest. Großartig. Himmel. Oh Gott. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Das funktioniert doch nicht. Du musst sie hochheben, oder? Eins, zwei. Vom Eintreten? Drei. Ja. Good job, guys. Jetzt was? Sollten wir nicht vielleicht die... Ja. Sollten wir nicht die anderen vielleicht suchen? But the others... Fuck them. Let's get out of here. Vroom. Auto weggefahren. Fuck. Ich dachte kurz, sie ist schwanger, weil sie so... Ich habe die Muschel nicht gesehen. Mach das nicht. Entschuldigung. Und mach dich nicht lustig. Oh, Verzeihung. Ich will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und... Naja, super magisch. Es ist magische Steine gibt es wirklich. Schützende Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich, aber nur, du solltest verantworten. Es ist doch ein besonderer Stein halt, aber es ist trotzdem ein Stein, oder? Damit geht es mir besser. Vielleicht hast du recht. Digga, mach dich nicht über den Glauben anderer lustig, okay? Und das scheinst du irgendwie nie zu schaffen. Stur. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Er hilft während eines ganz ruhigen Winds. Okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Ja. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Ach Gott. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat Mary in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Einen. Das ist dein Traum. Sexuell? Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich. Du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns. Vor allem bei mir. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein. Ja, du. Ich weiß. Ja, gut, okay. Immerhin. Gut, gut, ich gut. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. What the fuck is that? He just spoke in English. The shit? Da, dumme Entscheidung, flapsig. Da, überrascht, wir sind mal nett. Was ist denn das für schlechte Arbeit? Wer ist verantwortlich? Welches Synchronstudio ist hier? Ich weiß nicht, wem ich hier die Schuld geben muss. Ist es die PlayStation? Ist es der Download? Musst du die extra runterladen oder so? Ich bin so verwirrt. Die haben das nicht aufgenommen. Oder haben es aufgenommen, aber nicht reingeschnitten. Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Ich finde es schön, wie sie alle immer irgendwo anders hinschauen. Immer noch. Wie geht's? Ist ja widerlich. Marc, ich habe mich niemals davor gedrückt, dir zu sagen, wo meine Prioritäten liegen. Schon gut. Verstehe. Wir sollten los. Finden wir Aaron und hauen hier schnellstens ab. Haben Sie Dumet gefunden? Ist doch egal. Ich bin viel mehr daran interessiert, Aaron zu finden, was Charles ganz sicher nicht kümmert. Wieso nennst du ihn so? Wie? Charles? Weil er es hasst, ist doch klar. Oh, alles klar. Ich habe nur was getrunken und meine Uhr ist losgegangen, die ich rausschneiden werde, aber damit ihr Bescheid wisst. Es passieren immer sehr viele Dinge behind the scenes bei mir. Hübsches Zimmer, aber. Ist ja nett. Die Tapete ist auch nett. Ja, ist ja höflich. Gefällt mir gut. Kannst überhaupt nichts anschauen. Nee. Hallo Hund. Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand.
Wer ist die Wunderschönste im ganzen Land? Ah ja, wir sind ja hier. Da hat er ja letztes Mal versucht einzutreten. Sie war so, oh, Privatsphäre, Adam. Und er war so, okay, Therapie ist cool. Bitte hier rum und schließt die Türen ab. Seine kleine Helfer im gelben Mantel? Die Entwickler, die drücken immer auf so Tasten und dann ist der Abschnitt gesperrt. Das ist ziemlich gemein, ich weiß. Da ist die Tapete Abouf. Wer macht denn sowas? Kannst du den eigentlich rausnehmen, den Stein? Nein, okay. Ich hab grad, sein Zimmer ist auch abgesperrt, ist auch cool. Okay, ich dachte, jetzt ist das wieder zu. Aus lauter... Warte. Was ist das? Scheiße, eine Zeitung. Ist irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Was ist denn? Hast du das mitgebracht? Warum sollte sie das mitbringen? Ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Wer? Worum geht's? Was? Shelby. Passende Nägel? Shelby! Nicht. Was? Wir haben sie immer gleich gemacht. Ist es ihre Schwester oder? Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Okay. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Mm. Shelby hat auf mich gewartet. Ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Das wirfst du dir dein ganzes Leben lang vor, obwohl du genau weißt. Logisch gesehen weißt du, dass du nicht schuld bist, aber du kannst halt nicht anders, weil du dich halt fragst, was wäre, wenn ich damals nicht... Das ist ein mieses Gefühl. Mein Handy! Ach so, das sind die Leute. Oh shit! Moment, mein Handy! Ah, es war mein Papa. Ja, wir schaffen das mit unserer menschlichen Kraft. Oh, die schaffen das ja wirklich. Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ich kann's nicht halten, Mann. Ich muss aufs Klo. Verschwindet von hier. Los! Ja. Jamie! Charlie! Scheiß Hotel, Alter. Was zur Hölle? Fünf Sterne. Keine Ahnung. Naja, ich glaub, es ist... hinter uns hat sich eine Wand geschlossen, die sich nicht schließen sollte. Das hat sich angehört wie der Buzzer. Wir sind Es muss einen Weg herumgeben. Ja, Wartungskorridore, Zwischenräume, unbedingt. Vielleicht finden wir eine Axt oder so. Suche nach den anderen. Nein, fucking get out. Vor allem du, Jamie. Du hast den Film hoffentlich gesehen. Du weißt, was mit... Nun ja. Ja. Nicht-Weißen passieren. Was ist los? Oh, ich weiß nicht. Die Türen, die Wände bewegen sich wie im magischen Labyrinth. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Maglos liegt ein himmelweiter Unterschied. Ja gut, aber seien wir uns ehrlich. Wenn dir sowas passiert, dann gehst du ja auch nicht davon aus, dass es ein kranker Mörder ist, oder? Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Dumet überhaupt nicht getroffen. Also ist der Typ in der Maske? Mein Gott. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Ja. Wir sollten alles finden. Es ist gut, dass er so nervös ist, dadurch bin ich ruhiger. Wäre gar nicht Dumet war. Sind wir jetzt einmal im fucking Kreis gelaufen? Was ist denn das für Scheiße? Ich krieg die Krise, Alter. Wo sind wir denn hier? Da blinkt irgendwas. Kann ich da noch was aufheben vorher vielleicht? Was? Hä? Da geht's ja weiter. Digga, Charlie, geh mal. Was machst du? Ich dachte, er schaut's auf seine Hand. Was ist das? Öffnen. Hm. Die können wir öffnen. Und hier ist irgendwas hier. Ne? Also wir können die Tür öffnen oder es zumindest versuchen und wir können hier weiter.
Und ich weiß nicht. Mann. Ich versuche mich zu orientieren. Das ist ein scheiß Labyrinth, Alter! Das Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Es ist tot. Und Paste. Kennst du unsere Show? So was machen diese Soziopathen. Wie redest du denn über mich? Ich habe doch überhaupt keinen Spaß daran. Okay, warte mal. Ich versuche mal, diese Tür zu öffnen zuerst. Was für ein Wichser! Oh, okay, das ist sehr witzig. Los, weiter. Genau wie Mauer! Ich will nicht drüber nachdenken. Genau wie Holmes, okay. Der hat auch einfach Türen gehabt, die zu Mauern führen? Interessant. Okay. Da geht's nicht weiter, da vorne im blauen Licht schon. Also, das Ding ist, wir sind jetzt wie die Ratten in der Falle. Wir laufen ja genau den Weg entlang, den er uns vorgibt, der kleine Bastard. Also ich glaube, ich hätte mir ja schon längst die Schreibtischlampe oder so irgendwas geschnappt oder einen Bilderrahmen oder irgendwas einfach, damit ich was in der Hand habe zum Zuschlagen. Wie nützlich das wäre, slash ist, weiß ich auch nicht, aber ich würde mich wohler fühlen. So, hier sind wir hergekommen, ja. Okay, Charlie, geh mal weg da und starr nicht immer so blöd durch die Gegend. Ist das alles wieder... Okay, da geht's wieder... Oh, okay. Lady, einmal rund um den Herrn herumgehen. Okay, dann müssen wir halt die Treppen runter. Tadida! Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Digga, geh runter! Das Kind ist doch tot, oder? Hoffentlich. Aber nur, weil es brutaler wäre. Es wäre schon ziemlich so... What? Die kills kids too. Hat der Holmes Kinder getötet? Aus Interesse? Weil es sind ja immer Erwachsene im Hotel gelandet. Aber wenn ein Kind dabei war, hat er es dann auch gemacht? Steck die Scheiße ein und weiter geht's. Digga. Also manchmal braucht das Spiel so seine Zeit, bis es rafft, dass wir das nicht groß anschauen müssen. Das ist unglaublich. Alter, Charlie. Charlie, komm her. Er stand im Weg. Ja, Swung. Da steht Papa und sie sagt Dad. Someone is lying to me. Sind das Organe? Oder ist das Beinchen? Okay, das ist ein Schwein. Ein Tier. Hi. Hier wird der Charlie wahrscheinlich sterben, wenn ich nicht aufpasse. Weil das, was er durchgerammt bekommt hat, war so ein Meat Cleaver. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wo du die halt aufhängst, die Viecher. Ja, das kommt mir doch... Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe. Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Wir schwimmen? Mit dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, Mann. Natürlich. Wir sollten zuerst hier überleben. Und sowas esst ihr Leute, ist ja widerlich. Nun. Hi. Kann ich das da lesen? Natalie Morello. Oh, bist du. Berühr es mal, vielleicht lebt sie ja noch. Oh, fuck. Heilige Scheiße. Was ist? Warum riecht es? Was meinst du? Ja, no shit, Bro. Stellen unsere Vorgänger hier. Das weißt du nicht. Vielleicht. Fuck. Da hast du wohl recht. I'm so sorry. Es ist nicht lustig. Wenn ich in der Situation wäre, würde ich mich anpissen, ohne Scheiß. Aber weil ich ja von außen zuschauen kann, ist es nur so... It's so funny the way they react, you know, like... Oh Gott, oh Gott! Und ich bin so...
Sucks. Die führt vielleicht raus. Ja, oder vielleicht auch nicht. Die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück. Zurück, Vibe. Das Scheiße. Das kommt jetzt. Ja. Charlie! Ja. Ja. Oh, mein Feuerzeug. Oh nein. Charlie? Scheiße. Wie geht es dir? Also, ziemlich schmutzig hier unten. Charlie? Jamie? Mir gerade geschaudert. Hallo. Sehr merkwürdig. Nicht so laut. Wo könnte sie sein? What the fuck? Er ruft, sie brüllt und er ruft mal und sie so, nicht so laut. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Ja, das macht sich gerade ein bisschen schwindig, die Kamera. Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Nein, Digga, das ist unser Gespräch von vorhin. Idioten. Ist unglaublich. Na, das. Mark und Jamie? Oh komm, gib dem Mann doch wenigstens Haare. Das arme Schwein. Ich will ja nur betonen, dass die Schwarzen die einzigen sind, die eine Glatze haben. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Was zur Hölle ist das? Touch it. So wunderschön bist du. Du bist so wunderschön. Was machst du da? Bleib da bloß weg. Verstört. Wo hat Charlie's reingehört? Das sind nur Schaufensterpuppen. Entspann dich. Da sehen ein paar Schaufensterpuppen aus wie wir. Schräg. Ja, das ist ja ganz normal. Ist natürlich. Nein. Finde die anderen. Untersuche die Schaufensterpuppen. Ja, das auf jeden Fall. Hallo, Kamera. Danke. Mal umschauen, was da so ist. So ein großer Raum. Du hast dich gehört. Hast du das? Die Piratenwinze. Steck's ein. Das Geräusch. Wenn es einsam ist. Ja, der wird nicht kommen. Er ist sicher nicht. Weißt du, was mich mehr beunruhigt, ist ja weniger die Tatsache, dass da so Schaufensterpuppen sind von uns. Ja. Sondern die Tatsache, dass unser Gespräch abgespielt wird, das wird mich ja eher verstören, weil ich bin so, ja fuck, wir wurden beobachtet von Anfang bis Ende. Das ist ja... Boah, das ist eine Schaufensterpuppe auf jeden Fall. Hoffentlich ist da nichts drin, das ist so fleischmäßig. Kann ich schön anschauen, also wirklich hübsch, okay. Schauen wir die Erin. Wäre lustig, wenn die Augen irgendwie die echten wären jetzt. Aber nur bei der Erin siehst du es, weil die halt schon tot ist. Und da hat er halt schon die Augen eingesetzt. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Naja, was zur Hölle geht hier vor? Erinnert mich an die erste Doctor Who-Folge. Gruselig. So, und jetzt noch den Charlie. Wenn sie mich lassen. Da. Himmel. Sieht genau aus wie er. Wirklich? Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Wieso? So meinst du, weil die Schaufensterpuppe halt aus Porzellan oder sowas. Das dauert? Schritte. Ich dachte, keine Ahnung. Und sie kommen näher. Ist ja Wurst. Ich dachte jetzt, er schlägt dir auf den Arsch. Ich so, guck weg. Oh, fuck. Öff. Okay, ganz Vorsicht. Ich wollte gerade wieder X drücken, wie es angefangen hat. So, und war ich so, warte. Ich muss ja warten, bis das Ding sich zeigt. Oh, mein Dad ist zu Hause. Soll ich oder nicht? Okay. I'm smart. Jamie. Gott sei Dank. Oh ja, wir haben ja Charlie verloren. Ich wollte gerade fragen, wo ist Charlie? Ich freue mich, euch zu sehen. Lasst uns hier bloß abhauen. Mein Dad ist zu Hause.
Was ist passiert? Was passierte, als die Wand zuging? Dumet hat seinen Hausmeister getötet. Was? Woher weiß sie, dass das der Hausmeister ist? Dumet? Es ist eine Falle. Ach so, weil der Typ im Regenmantel dort gesessen ist. Weil der Typ, der aufgeschlechtzt wurde, der Typ im Regenmantel war. Aber du weißt ja nicht, ob das die gleiche Person war, die du gesehen hast auf dem Gelände. Das ist so eine Jumping Conclusion. Kannst du nicht, wir müssen abschalten. Tot. Was war das? Igitt, was hast du getan? Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so. Ein Spaß? Ein Spaß oder von einem Tier? Hä? Touch it. Eat it. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Die sprechen echt? Verschwinden wir hier. Was hat sie gesagt? I'm so confused. Ich wollte ja immer schon mal ein Auge anfassen. Also jetzt, ihr will niemanden umbringen und das machen, aber es interessiert mich, ob du das einfach so zusammensquischen kannst und was, wie so eine Traube und wie die Pupille und sowas funktioniert. Das ist schon ganz spannend. Also, wenn ich könnte, würde ich schon mal so reinpieksen. Sie wollen spielen? Aber leider benutzen wir alle unsere Augen. Außer du bist blind. Aber selbst dann, glaube ich, bist du nicht so, ja, nimm es, hier. Take it, no problem, I don't need it anyways. Wir sind im Keller. Kellerkinder, guck dir diese eine Strähne an, die sich da immer irgendwie lustig macht über mich. Okay, I'm just gonna rest for a bit. It's like, no more, I don't wanna. Soundeffekte. Ja. Gehen wir weiter. Ja. Ich muss hier raus. Ah, no shit. Ah, no, na. So, und kannst du dein Feuerzeug erstmal aufheben? Warte, das untersuchen. Okay. Jamie! Hallo! Der hat dies abgehauen. Jamie! Kannst du da überhaupt drauf? Ich bin okay. So... So scheiße. Sie ist abgehauen und er ruft hoch. Ich bin okay. Und sie ist so, I never asked. I just left you. Okay, das ist so ein Schacht. Ist da runter und dann runter gerutscht. Alles klar. Alles klar. Das ist wie beim, nicht bei Bier vom Sevilla, sondern beim, wie heißt der? Na, der Typ, der die Leute dann in, mit der Hilfe von der Dame in Fleischpasteten verwandelt. Gibt's einen Film dazu? Was, ist das fucking Feuer gewesen? The fuck is this shit? Oh, Mann. Cage Key. Ah, Zellenschlüssel, sehr schön. Wie nett, dass er uns den Zellenschlüssel überlassen hat. Kannst du dein Feuerzeug nicht aufheben? Nö, ist nicht da. Okay, gut, dann nicht. Gesperrt! Jetzt lang gleich nie mehr. So. Ah ja, er hat ja noch seine... Ja. Nicht Kreditkarte, sondern irgendeine Karte halt. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Was haben wir da? Untersuchen. Gut aus. Sieht gut aus. Chicago Killer, erstes Opfer. Todesursache, Unterleibsverletzungen. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt. Wieso? Was? Wieso? Why would you do that, though? Nehmen? John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt.
Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Warum sehr die ordentlich. Ohren? Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Wie kommt der Mörder an diese... Minuten tot, als das getan oder wurde. Haben wir das dritte Auge das und hören das, oder was? Wie kommt denn diese Aufnahmen? Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Scheiße. Der Kerl lernt dazu. Alter. Oi, das ist ja wie in dem... Formless. Scheiße. Das würde ihm auch die Zähne rausziehen. Alter Schwede. Warum sagst du eigentlich alter Schwede? Was? Die Ohren. Erstens mal, warum die Ohren? Zweitens, was sagt es denn über einen Mörder, wenn er primär, also primär war es nicht, wenn die ersten Opfer Logbuch KD. Ah, okay, kannst du dich aufmachen. Oh, Alter, was ist das denn? Most of the crew. Oh. Wer hat denn da geblutet? Was sagt es denn über einen Mörder, wenn der die ersten Mordopfer oder sowas Männer sind? Oder? Weil das erste Opfer war ein Kerl, das zweite auch. Würdest du nicht normalerweise anfangen vielleicht mit Frauen, weil die leichter sind, sie zu überwältigen? Oder, keine Ahnung. Vielleicht Datum, Zeit, Vorfall, Signatur. 17.01.2017, 17.19 Uhr. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer Mr. Belknap. 18.01.2017, 17.31 Uhr. Die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 21.01.1723 Uhr. Unleserlich. Ah ja, okay. 2.2.2017, 16.52. Die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unserem Vertrag Ersatz angefordert. 5.2.17, 17.42. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. Den Namen kenne ich, den James Kelly Namen. 7.2.17.10 Uhr. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. 10.2.17.03 Uhr. Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Morgen unleserlich. Unleserlich vom 13. und 14.2. Einmal umblättern. Bobby has left me. 18.02.1648. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Barrenrenovierung hat begonnen. Also, ich kann es nicht sagen. Wir sind jetzt in der Situation und wir wissen, okay, hier ist was faul. Aber wenn du auf einer Baustelle arbeitest und du hast zwei Männer, die dich innerhalb der nächsten Tage, so die letzten zwei Wochen, dich so verlassen. Und du baust was, wo so bewegliche Wände im Spiel sind und es geht da um ein Gebäude, das nachgebaut wird von einem Serienmörder-Ding und zwei Leute verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich da nicht langsam ein bisschen Bauchweh bekommen würde, was? Und mich fragen würde, sollte ich vielleicht? Weiß ich nicht. Ja gut, 17.44 unleserlich. 24.02.1652 und 26.02.17.01 unleserlich. 1.03.1742 die Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. 3.03.1636 Barrenrenovierung abgeschlossen. Also ist es nicht Barren, ist es Barrenovierung. Ich bin voll behindert. Ich denke mir, da müsste dann eigentlich 3 R's stehen, aber... Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was ist eine Barrenrenovierung? Die Barrenovierung ist abgeschlossen. My brain. 4.3.1658. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Unleserlich. 17.3.1548. Unleserlich rekonstruiert. Alle beweglichen Wände sind abgeschlossen. Okay, das zurück. Kannst du nochmal zurück? So, nö.
Okay, kannst du nach vorne? Nochmal umblättern? Ja, kann er. Da geht's weiter. Spannend, spannend. 20.03.1458. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. Dritter Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. 25.03.17.3. Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Spa-Bereich unter dem Hotel. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kostenschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. 26.03.1721. Nachricht von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monica, Ryan, Frank und ich, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. Das sind die Namen, die wir gelesen haben bei dem anderen Bericht vorhin. Die Laura war für die Elektrizität und so ist verantwortlich. Die schreibt auch immerhin, bitte folgt diesen Pfeilen. 27.03. unleserlich. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belknap mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. Oh Gott. 29.03.1542. Laura hat mit Mr. Belknap die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagte, sie habe sich danach nicht wohl gefühlt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. 30.03.9.52 Uhr. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und Monica ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Und dann kam nichts mehr, weil er tot ist.